Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part wurde es ziemlich verrückt, denn Sadmadi und auch Gerast in mir behaupten, dass Maya die echte Lady Kira beschworen hat, ihren Geist, und sie dann damit diese ganzen Morde begangen hat. Ziemlich verrückt auf jeden Fall. Und jetzt will ich noch weiterhin die Aussage hier von Terrast angreifen und dann hoffentlich auch einen Widerspruch finden. Ich habe schon eine Idee für einen Widerspruch, aber wir greifen erst noch ein bisschen an. Also, er behauptet, dass es die wahre Lady Kira war, die zurückgekehrt ist, um die Rebellen zu beseitigen. Hold it! Lady Kira is an actual person. Do you really believe there ever was a woman that powerful? One capable of battling rebels much bigger and stronger than herself. There's no way to prove that. But to doubt the existence of Lady Kira is to doubt Kyrianism itself. It is not for us to question. We must simply believe. Yeah, how dare you doubt our legend? Ich verstehe noch nicht ganz, warum ist jetzt Terrast eigentlich bei den Rebellen? So, weil er gibt es wahrscheinlich alles nur vor, aber so wie er sich hier gibt, ist er immer noch sehr gläubig, was den Kyrianismus angeht. Aber er ist ja trotzdem ein Rebelle. Warum ist er den Rebellen überhaupt beigetreten, zum Beispiel? Ich hoffe, das werden wir noch erfahren. Ulb! Ulb! I won't get anywhere until I can refute their claims with some evidence. Okay, aber noch die letzte Aussage will ich auch angreifen. Sie hat mich attackiert und angegriffen, wollte ich sagen. Attackiert und getötet mit einer Stärke, die jenseits jeder sterblichen Frau ist. Hold it! A strength far beyond any mortal woman. And just how strong would that be? You need but look at the wound she inflicted upon my body. So I had hoped to never have to think about that again. Your wound. It was pretty deep, and there was a tremendous amount of blood. And while Acolyte Salad was rather small in stature, he was strong. Okay. Nevertheless, he was no match for the sheer strength of Lady Kira. Maya's spirit channeling is proof that she's Lady Kira. This is not good. I'll have to prove she didn't channel the original Lady Kira. Okay. Doch, ich muss es schon direkt zeigen. Okay. Es ist die hier, ziemlich sicher. Also sie kennt ihren wahren Namen und sie ist ein Medium, also hätte sie es tun können. Aber um einen Geist zu beschwören, braucht man ja auch das Gesicht dieser Person. Und ich weiß nicht, habe ich das irgendwo? Ich muss es irgendwo haben. Dass das Gesicht von Lady Kira niemandem bekannt ist. Es ist ja auch so, auf allen möglichen Gemälden und sowas mit Lady Kira darf ihr Gesicht nicht draufgezeichnet werden. Und es kennt eben aus der heutigen Zeit niemand mehr. Aber habe ich das jetzt eben? Ist die Frage. Das hat uns mal Rafer erzählt. Aber warum habe ich eigentlich den blöden Drohbrief noch? Irgendwie, der kam auch schon, war schon Ewigkeiten her von Bedeutung. Egal. Nee. Ich hab das nicht, leider. Doof. Warum? Das muss es doch sein. Warte mal, hier, das Tome of Secrets ja noch am ehesten. Was steht da nochmal genau drin? Genau, Imsan oder sowas heißt Lady Kira in Wahrheit. Und das hat Maya ja bekommen. Also, das ist schon richtig. Maya kannte den echten Namen. Da gebe ich ihm recht. Aber das Gesicht halt nicht. Vielleicht muss ich trotzdem das zeigen und halt die zweite Seite. Oder so. Aber das gefällt mir irgendwie trotzdem nicht. Ist doof. Warum habe ich denn da nichts Eindeutiges, was beweist, dass niemand weiß, wie Lady Kira aussieht. Es ist total komisch, dass sich da Phoenix keine Notizen gemacht hat oder wir irgendeinen Beweis dafür bekommen haben, weil das haben wir mit Rafer mal besprochen. Ja, weiß es nicht. Ich mach's mal trotzdem. Das ist halt doof, weil ich weiß eigentlich, was. Also, vielleicht ist es auch zu weit gedacht, das kann auch sein. Aber ich glaube schon, dass es das ist. Aber ich weiß halt nicht, wie ich es zeigen muss. Ist doof. Ich probiere das aber jetzt mal mit dem Tome of Secrets. Okay, puh.
Es gab schon ein paar Stellen, die hier ziemlich knapp waren. Also ich bin gespannt, ob ich hier ohne Game Over durchkomme. Ich habe auch schon ein bisschen Glück gehabt. Ich hätte auch schon jetzt alle Leben verlieren können. Durchaus. Ich hoffe, dass ich noch durchkomme mit meinen zwei Leben. Aber es macht es ja auch spannender. The Tome of Secrets is only given to the priestess who performs the purification rites. Is this your proof that my client could have channeled Lady Kira? Yes, indeed. For it contains the true name of Lady Kira, a secret only revealed within. Abbot Inmi. I'm afraid you're mistaken. This couldn't have been used to channel Lady Kira. What nonsense! Mr. Wright, would you care to explain? This is why my client couldn't have channeled Lady Kira. Okay, ich habe schon recht gehabt. Dies ist der Grund, warum meine Mandantin Lady Kira nicht beschworen hätte können. Ihr wisst, was ich meine. Wegen dem Gesicht. Take that, oder dem nicht vorhandenen Gesicht. Lady Kira's face is hidden behind a mask in the Tome of Secrets. You need both a name and a face to channel the spirits. It can't be! Und wieder zurück. Without a face, it would have been impossible for my client to channel Lady Kira. Oh my! Therefore, the claim that she became Lady Kira by means of spirit channeling is patently false. And with Lady Kira out of the question, equation würde aber auch gehen, oder würde es, egal. My client had no motive to commit murder. But then, who is the rebel hunting Lady Kira we've been reading about in the paper? Yes, who is this other suspect, if indeed there is one at all? Let us hear the defense brilliant deduction. Think. The true identity of Lady Kira is the key to solving both murders. I thought Mrs. Inmi was suspicious, but her pregnancy takes her out of the running. Ja, ist das wirklich so? Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir das überhaupt schon mal gehört? Beim letzten Mal wurde das kurz erwähnt, dass sie schwanger ist. Ich glaube schon, aber das wurde nur einmal ganz beiläufig erwähnt, dass sie schwanger ist. Ich meine, es kommt halt darauf an. Ich habe jetzt nicht wirklich einen großen Bauch bei ihr sehen können. Wenn sie jetzt erst im zweiten Monat schwanger ist oder so, dann wird das schon noch ganz gut gehen. keine Ahnung. And Mr. A Rebel is a Rebel, so that doesn't make sense. That leaves us with... Mr. Wright, you have that look again. The one where you know you have to say something, but you can't figure out what it is. This is my chance to really turn up the heat. I just have to stir the pot till something floats to the top. Your Majesty, I know who's been posing as the rebel hunting Lady Kira. You do? Are you sure about that? Ich bin mir nicht sicher. Ist es doch? Ich war mir so sicher, dass Mrs. Inmi die Mörderin ist. Yes, completely. I sense that I may regret this, but please go on and explain. Thank you, Your Majesty. This is who's been posing as the rebel hunting Lady Kira. Diese Person hat sich als Lady Kira ausgegeben. So, ich mache Ausschlussverfahren. Albi. Nein. Maya. Nein. Emma. Nein. Trust? Vielleicht. Zatmadi? Ich hoffe nein. Rafa? Ich hoffe nein. Salot? Vielleicht. Inmi ja anscheinend nicht, hat Phoenix ja gerade gesagt. Ich glaube ihm mal. Also er hat speziell Inmi und That's a Rebel ausgeschlossen. That's a Rebel sehe ich ein, weil er ist selber ein Rebelle. Warum sollte er seine Rebellenkollegen umbringen? Wir haben ja vor allem erfahren, dass er immer noch mit Herz und Leidenschaft dabei ist bei den Rebellen. Deswegen, das würde keinen Sinn ergeben. Und sie ist wegen ihrer Schwangerschaft anscheinend draußen. Na gut. Also es bleiben eigentlich nur noch Salot oder Inmi. Also Trust Inmi. So, jetzt lass mich nachdenken. Welcher von beiden... Ja, ich meine, wer ist denn dann der Mörder? Ich verstehe das nicht. Okay, ich meine, Taras ist ja selber ein Rebelle. Deswegen, für ihn gilt dasselbe wie für Death's a Rebel. Warum sollte er Lady Kira sein, wenn er selber ein Rebelle ist und seine Rebellenkollegen umbringen? Macht ja keinen Sinn. Das Problem an Salot ist halt, dass er schon ein bisschen länger tot ist. Und das... Ich weiß es nicht. Das würde uns jetzt nicht weiterbringen, finde ich, wenn wir jetzt sagen, dass Salot Lady Kira ist. Es muss ja nicht unbedingt eine weibliche Person sein, oder? Kann sich ja irgendjemand ausgeben. Aber nur
Also ich meine, ich habe noch zwei Lebenspunkte und ich habe nur, es gibt nur zwei, die sinnvoll sind, finde ich. Hier, Sadmali. Nee, das ist unlogisch. Und Rafer hoffe ich auch nicht. Das würde auch eh von der Stärke wieder und sowas, die ist ja erst 14 Jahre alt, das würde eh nicht funktionieren. Also erst war es Azeroth oder halt irgendwie. Ich weiß immer nicht sicher, einer von beiden, die machen beide keinen Sinn. Ich muss überlegen, welcher von beiden macht weniger Sinn. Das ist jetzt... Also bei ihm würde es keinen Sinn ergeben, weil er selber ein Rebelle ist. Obwohl, das ist halt nicht so richtig bestätigt irgendwie, ne? So hundertprozentig. Ich weiß es nicht. Und er hat ja eigentlich einen anderen Namen, ne? Ich nenne ihn immer Azeroth, ihr wisst ja, wen ich meine. Ich finde, das ist so schwierig gerade, das abzuschätzen. Ich könnte jetzt mir das noch kurz überlegen. Aber ich rate einfach, weil ich könnte einen Schnitt machen und mir jetzt nochmal kurz alles durch den Kopf gehen lassen, wer von beiden es eher sein könnte. Aber ist mir gerade zu blöd. Das passt schon. Ich sag einfach, dass es... Aber das ist doof. Keiner von beiden ergibt Sinn, verdammt nochmal. Also, wenn man, was man noch sagen könnte, hier, es ist ja so, dass entweder Trust in me oder Believe in me Azeroth umgebracht haben, anscheinend. Oder beide gemeinsam oder irgendwie so. Egal. Das würde dahingehend Sinn ergeben, weil Trust ist ja ein Rebell, und vielleicht seine Frau war da auch eingeweiht, war sogar auch vielleicht eine Rebellin oder so, keine Ahnung. Und Azeroth wollte halt die beiden umbringen, weil er Lady Kira, sich als Lady Kira ausgegeben hat und die Rebellen halt umbringen wollte. Aber die beiden sind ihm halt zuvor gekommen und sie haben zuvor ihn töten können. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. The true identity of the rebel hunting Lady Kira we seek is... Azeroth. What's this? The high priest murdered disciple was Lady Kira, you say? Okay, stimmt anscheinend. Aber das ist so schwer mittlerweile. Ja, aber das habe ich wirklich überhaupt nicht kommen sehen. Peace! I say peace! The defense will continue. Yes, your majesty. I whittled down the list of suspects until there was only one left. Genau, so habe ich es ja auch gemacht im Prinzip. But a process of elimination is not the same as solid evidence. Ja, das stimmt. I assume you have evidence to back up your claim. Yes, of course! I will have some in a moment, that is. At least, I hope so. Maya wasn't Lady Kira, and neither was Mrs. Inmi or any of the other possibilities. That leaves a lot, and I have the evidence to prove it. The evidence that proves Acolyte Azeroth was posing as Lady Kira is this. Scheiße. Der Beweis, der zeigt, dass Acolyte Azeroth sich als Lady Kira ausgegeben hat, ist dieser. Ja, ne? Das ist natürlich jetzt ein Problem. Keinen blassen Schimmer. Ja, das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Nee. Das ist ja ein Bild von ihm, was ich von ihm habe. Ist da irgendwas? Genau, stimmt. Das habe ich auch schon mal zwischendurch gemerkt. Das wollte ich mal irgendwann anmerken, habe ich aber immer vergessen. Ist es das sogar vielleicht? Da im Hintergrund, so rechts oben von Mrs. Inmi, ist so eine Kugel. Ist es nicht genau dieselbe wie die, die wir bei der Statue eingesetzt haben, um zum Geheimversteck zu kommen? Ich meine, das ist aber sogar logisch eigentlich, weil, also das hätte man sich auch schon vorher dann sogar denken können teilweise, ne? Weil, Trust in me ist ja bei den Rebellen gewesen und der brauchte ja auch einen Schlüssel quasi, um da reinzukommen. Das ist ja ein Schlüssel. Das finde ich auch ganz lustig, wenn das so ist. Glaube ich aber schon. Aber egal. Das hat jetzt nichts hiermit zu tun, glaube ich. Keine Ahnung, wie ich das denn jetzt beweisen können, dass er Lady Kira ist. What? Dass er sich als Lady Kira ausgegeben hat. Okay, ich meine, das ist halt auch kein Beweis, natürlich. Aber es grenzt es mehr ein.
doch noch den Drohbrief. Wenn wir annehmen, dass der wirklich, also ich meine, das würde ja Sinn ergeben, dass der Drohbrief von der Person geschrieben wurde, die sich als Lady Kira ausgegeben hat. Der wurde ja im Zuhause von den Inbis gefunden und deswegen, das steht da sogar auch dabei, glaube ich. Genau, someone capable of entering the priest's home could have delivered it. Nur jemand, der da ein- und ausgehen konnte, bei dem Zuhause von den Inbis, konnte den halt abliefern. Und auf Salot trifft es auch zu. Also das ist immer noch kein Beweis, dass es er war, finde ich, aber das grenzt es noch mehr ein. Das könnte sein. Ja. Ich schätze schon. Take that! This is what proves that Acolyte Salot was Lady Kira. Lady Kira's warning letter. How absurd. What could that possibly prove? Prosecutor Satmadi. You stated that this warning letter proved that my client was Lady Kira. And the reason you gave was that the High Priest's house was locked tight. But there was another member of the family who lived there. Mhm. Therefore, Acolyte Salot could have delivered the warning anytime he wanted. What is he talking about? That's just not possible! Das ist schon lustig. So, aber mit dieser lustigen Pose würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Beim nächsten Mal geht dann diese verrückte Verhandlung hier noch weiter. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt noch alles für Wendungen nehmen wird. Ich bin mittlerweile total verwirrt, wie das war. Also im Prinzip allein schon, dass wir bei Salot gelernt haben, dass er woanders und wann anders gestorben ist, dass er zuerst gestorben ist. Und er ist jetzt auch noch Lady Kira. Das ist so komisch. Wer hat denn jetzt dann Salot umgebracht? Er und oder seine Frau? Und wer hat dann Tarrasque letztendlich umgebracht? Also wir haben viele neue Sachen herausgefunden, aber wer die Mörder sind, haben wir noch immer nicht herausgefunden. Das ist komplett krass einfach, finde ich. Ich bin also sehr, sehr gespannt weiterhin, was wir dann noch so alles lernen werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.